Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bulgur's Gate Nummer 3. So, da sind wir wieder. Mir ist gerade aufgefallen, zwischendurch habe ich nochmal die Karte ein bisschen gelinst, ja, was wir jetzt so alles haben, wo wir so hin können, pipapo, und da ist mir was aufgefallen, nämlich das da. Da würde ich gerne mal hin, Türme des Mondaufgangs, da müssen wir nicht unbedingt hin. Haben wir noch einen anderen, großes Mausoleum, alles ist halt weit entfernt. Ich gehe mal zum großen Mausoleum, da müssen wir auch noch rein. Ne, da sind die, da ist das Relikt drin, das wissen wir ja, aber erstmal würde ich gerne gucken, was hat es denn mit dem Brauereivorrat auf sich? So, wir düsen da gleich itzund einmal hin. Just in diesem Augenblick. So, das war schon. So, Huza. Und wir müssen mal wieder ein schönes, großes Lager machen. Ja, wenn ich das so sehe, wir sind ein bisschen angeschlagen. Achso, Knochenhaufen. Ja, die Grabsteine, die verwirren mich immer noch. Sag mal, gibt's jetzt hier... Nee, ich suche schon wieder Lampen zum Anmachen. Lass mich in Ruhe. Wieso mache ich das? Wieso habe ich diesen Drang, hier Lampen anzumachen? Oh, warte mal. Wenn wir schon mal hier sind. Was haben wir denn hier? Eisengittertüren? Da waren wir noch gar nicht dran. Hervorragend. So, ich speichere mal lieber. Man rechnet immer damit, wenn man Sarkophage öffnet, dass da irgendwas passiert. Friedhofstagebuch. Der Zeitpunkt naht. Es hat sich Krieg zusammengebraut und nun bricht er über uns zusammen. Als Catherick uns Richtung Schar wies, folgte ich ihm. Dem Äußeren nach, wenn auch nicht in meinem Herzen. Das hier ist mein Zuhause und ich gehe hier nicht weg, egal um welchen Preis. Ich sah aus der Ferne, wie sich die Dunkelheit ausbreitete, wie Catherick von seiner Trauer immer weiter vom Leben hin fortgerissen wurde. Als er seine Armee aufstellte, betete ich für seine Niederlage, während die Hafner gegen unser kleines Dorf aufmarschieren, unser kleines, hübsches Dorf, kann ich nur hoffen, dass Catherick am Ende fällt und sich Wraithwyn von diesem Albtraum erholt. Das verstehe ich nur zu gut. Oh. Stiefel des Scheintods. Diese Stiefel gestatten dem Träger einmal pro kurzer Rast Todstellen zu wirken. Oh. Okay. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie kommen wir denn da Haus der Heilung? Wir müssen eh durchs Haus der Heilung, ne? Da kommen wir auch genauso gut hier durch. Denn sonst kriegen wir wieder eine mitgewatzt. Das Heilhaus. Überall steht Haus der Heilung, aber dann kriegst du hin, steht da einmal nur Heilhaus. So, wir mal kurz was checken. Als ob. Als ob. Gut. Ich gehe ja schon. Ich gehe hier ja schon. Okay. Da sind wir jetzt im Heilhaus. Und wenn wir jetzt da rauskommen. Swift as my feet can carry me. Wenn wir schon mal da sind, können wir auch die Kerze anmachen. Wieso eigentlich nur Kerzen? Wieso keine Lampen? Okay. Jetzt sind wir hier. Ach ja, wir müssen aber nur geradeaus. Da waren ja die Kollegen, beziehungsweise einer liegt noch rum. Leichenhaus. Aber ist das dann da drin? Nee, da geht's ins Leichenhaus, da waren wir schon drin. Es müsste jetzt hier links irgendwo oben sein. Hier? Holztruhe, aber da waren wir doch. Das ist die Holztruhe, wo wir. Das ist aber nicht, oder? Holztruhe leer. Warte mal, ja, kurz. Oh, warte. Ich wollte kurz den hier machen. Ja, sonst ist ja nichts. Das muss das gewesen sein.
Ach du Heilige, die Kriegstrommel dröhnen. So, da kriegen wir noch einen neuen Reisepunkt, aber hier wurden wir überrascht. Übelrascht wurden wir hier. Ich will mal kurz was gucken. Kein Bock jetzt zu kämpfen, weil wir gerade eh nicht ausgeruht sind. Nein, nicht Astarion. Was machst du denn da? Der Brauvorrat. Also ich nehme an, das war die Kiste. Warte mal, da oben geht's noch. Da oben geht's nicht rein, ne? Das ist alles... Ja, nee, da geht's nicht rein. Ich will nicht glauben, dass das die Kiste war. Okay, werden wir hier angegriffen, wenn wir von hier kommen? Ja. Okay, ich meine, wir sind... Wow, das sind... Ja, die sind aber viele. 127. Ja, die sind schon nicht so ohne, wenn wir mal ehrlich sind. Kreizkan. Avatar der Vlakis. Erfahrener Plünder Zuni. Plünderer. Was war das denn? Warte. Hä? Ah! Ich wusste es. Ich wusste es doch. Okay. Warte, wir machen erstmal den hier wieder. Also wir gewinnen den Kampf eh nicht. Wir sind angeschlagen. Wir müssen nochmal resten. Keine gute Idee, hier reinzugehen. Ah, shit. Dann sowieso nicht. Und wir sind auch nicht optimalst, ich sag mal, ausgestattet. Aber die können ja eh überall hinspringen, wo die fröhlich sind, ne? So. Warnung aktiv. Da machen wir Brandmal der Schwachen. Durch Hiebschaden. So. Hauen der Schwachen. A tale for the ages. So. 73 und 73. Okay, ich geh mal hier rein. So. Hallo. Die hab ich ganz vergessen, die habt ihr auch noch. Ach ja, die haben auch Doppelangriff alle. Sehr gut, so lobe ich mir das. Wieso kämpfe ich gerade eigentlich? Ich weiß es selber nicht. So, die springen natürlich nicht in die Dolchwolke rein. Die sind ja nicht dumm. Gestalt des Schreckens. Boah, Junge, 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 Junge. Die dampfen aber gut ab. Ach, da geht's ja auch hoch. Ja, 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 in der Tat. In der Tat. Gestalt des Schreckens. Aha. Ach, das ist Kollege Schnürschuh. Ich guck mal kurz, was Schnürschuh so für Dingens hat. Psychisch Resistenzen. Okay. Zurückdringender Stahl. Oh, ist das überhaupt eine gute Sache? Okay. Ja, ich mach mal den hier. Obwohl, schlafen wird wahrscheinlich nicht gehen, ne? Die sind wahrscheinlich immun gegen Schlafen. Qualvoller Strahl. Addiere deinen Charisma-Modifikator zum Schaden hinzu. 18 Charisma? Bei den Kollegen? Never ever hat die 18 Charisma. An 15 temporäre Trefferpunkte kann nicht verängstigt werden. Okay. Dass der Träger ein Giss ist, ist ergeben psychisch resistent. Okay, okay, okay. Kriegsmagie. Okay, Bonusaktion, das ist ja gemein. Okay, aber immun gegen Schlafen sehe ich da jetzt nicht. Ich weiß nicht genau. Könnte funktionieren. Okay. Ja, bis zu 24 Trefferpunkte. Ciao! Es war eine kurze Hoffnung.
So, 40%. Natürlich. Was soll es auch anderes sein? So, die ist jetzt da. Okay, plus 8. Das ist doch alles schäbig. Strahl der Furcht. Geht das? Rettungswurf gelungen. Natürlich. Naja, ich lade eh gleich. Ich wollte nur mal gucken, wie es so läuft. So. Oh, 200 Erfahrungspunkte. Puha. Okay. Nicht genug Bewegungsrate. Pfeil der Säure, Pfeil des Eises. Ach so, geht ja gar nicht mehr. Okay, schade. Fehlschlag. Cool. Cool. Elementarbeschwören. Wir können ja auch mehr, wir sollten ja sowieso nächstes Mal mit mehr Truppen reinlatschen, ne? Was hat man denn hier noch? Verwirrung. Eine Gruppe von Kreaturen. Konzentration verloren. Ja, leck mich doch. Okay. Ich lade mal. Ich wollte jetzt nicht gegen die kämpfen. Ich wollte vorher noch rasten. Und jetzt ziehe ich nur das Unvermeidliche in die Länge. So, ich wollte eigentlich nur nach der Box gucken und dann wollte ich in die Krypta runter. Aber vorher nochmal eine schöne lange Rast machen. Die Kollegen hier holen wir uns eh noch. Und ich glaube, wir greifen die auch von der Seite an, auf der wir gerade waren. Finde ich eigentlich gut. So. Und ich habe das Gefühl, mit steigendem Spiel, also je länger wir spielen, desto länger dauert es, unsere Spielstände zu laden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ob das an meinem wohlsortierten Lagerinventar liegt? So. Wie dunkel das hier ist. Ich wünschte, ich könnte irgendwo Lichter anmachen. Ja, hier geht's nirgends rein, ne? Hier ist nur Haus der Heilung. Ja gut, wir haben, was wir wollten. Ich nehme an, wir müssen daraus noch eine Potion machen, also ein Gift. Und wir hatten den Schatz, nun ja, schon aus Versehen vorher gefunden. Dann gehen wir erstmal wieder. So, brav. Schattenresti. Achso, warte mal, gehen wir hier noch richtig? Wir müssen nach Norden. Achso, weißt du was? Wir können einfach ausnahmsweise mal. So. Da müssen wir nicht dauernd rumlatschen. Wir waren ja eh gerade schon hier. Grabmarkierung. Grave. Someone had to bury their dead in a hurry. Achso, ja, wir haben ja schon gesucht. Grabmarkierung. Graves. Someone had to bury their dead in a hurry. Grave. Someone had to bury the dead in a hurry. In a hurry. So, Mausoleumseingang. Jetzt aber rein da. Überfüllte Katakomben. Was war denn das gerade für Meldungen bei allen? Zustand. Dieser Bereich ist mit den Knochen der Toten überfüllt. Der Zauber Tote beleben Skelett erfordert kein Skelett, um die Toten in diesem Bereich zu erwecken. One with the weave. Interessant. Tote beleben. Skelett. Cool. Das ist ja nice. Ja gut. Astarion ist auch dabei. Und hier ist sogar schon Feuer gemacht. Oder war ich das etwa? Ach, sind unsere. So, Vase. Ich guck mal kurz. Fängt ja schon mal wieder gut an hier. Ich bin am Anfang immer ein bisschen übervorsichtig. Und tapse mich so ein bisschen heran. So, hier ist gar nichts. Wir müssen wahrscheinlich durch den großen Eingang. Huch. Okay. Alone. Okay. Hallo, Herold, das ist Balthasar. Not wanted. Not needed. Leave.
Catherick Thorms Tagebuch. Okay. Ja, wir schauen uns nur ein bisschen um. Keine Sorge. Die Lichter sind hier alle an. Interessant. Jetzt schwebt er einmal so rum. Kann ich wieder aufheben? Nee. Tafel. Here lies Melodia Thorn, beloved wife and mother. A Amiel Tellere Manon here. Ich wünschte, ich könnte es übersetzen. Hallo? Catherick Thorns Tagebuch Teil 1. Ein Tagebuch, das sich über Jahre erstreckt. Es beginnt mit der Geburt eines Kindes und endet in einer Reihe von Tragödien ohne Datumsangabe. Wie kann sie fort sein? Wo ist sie hin? Die Mondmaid kann nicht so gefühllos sein, so grausam. Nicht ihrer treuesten Dienerin gegenüber. Nicht nach Melodia. Es ergibt keinerlei Sinn. Keinerlei Sinn. Ich werde das nicht überleben, das weiß ich. Vergessen ist die einzige Möglichkeit, die Umarmung des Nichts, der Trost der völligen Leere. Wie soll ein Mann überleben, wenn er weiß, was er weiß, wenn er weiß, was verloren gehen kann? Char begreift das. Ihre Gnade ist das Einzige, was ich begreifen kann. Mein Verstand ist voller Löcher, und doch sind es nicht genug. Die Leere. Die Zeit des Nichts. Und doch erinnere mich noch an alles. In diesem pochenden Herzen gibt es keine Gnade. Es gibt im ganzen Leben keine Gnade. Oh, Beutel? Da ist nichts drin? Mann, die Skelette immer. Tempelkarte. Oh, hier scheint ein bisschen größer zu sein. Eine handgezeichnete Karte von den Proben der Schar. Das Labyrinth der verschlungenen Kammern und Gänge erstreckt sich über mehrere Ebenen. In ihrer Mitte erhebt sich eine riesige Statue der Schar. Hier und dort sind Anmerkungen in gezackter, krakeliger Handschrift. Balthasars Forschungsnotizen. Intakter Flügel, Stätte der Proben. Zerstörter Flügel, irgendeine Präsenz, Berichte von seltsamen Geräuschen. Ratten. Warum so viele verdammte Ratten? Looks like there's a temple under this place. And something deadly sealed inside it. Warte mal, wenn unter uns der Tempel der Schar ist, sind wir dann da, wo wir vorher nicht reinkamen, in Akt 2? Oder ist das noch einer? Wie viele Tempel kann man haben? Ja, wir werden das natürlich herausfinden. Große Vase. Da ist große Luft drin. Da passt einfach viel mehr nichts rein in so ein großes. Ist das hier Gift? Das ist ja sehr. Sieht ja sehr giftig aus, aber ich bin unsicher. Ich speichere mal lieber. Sieht ein bisschen mockig aus hier, ne? Bones everywhere. Oh. Someone's been engaging in dark rituals here. Eieieiei. Wer das wohl gewesen sein kann. Oi. Ich komme mir vor wie ein Unterstadt. What's in here? Da ist nichts drin. Warum guckst du überhaupt da rein? Weil ich es so sage. So. Ja gut, gemütlich ist was anderes. Hier hat jemand Knochenskulptur. The ancestors of Catherick Thorm arranged into macabre totems. But why? Das werden wir herausfinden. Eine Urne, Schädel und Knochen. Eine Urne, Knochen. Eine Urne mit Knochen. Da ist aber sonst nichts drin. Schade, Skelett mit 4 Gold. Hervorragend. Und das Catherick Thorms Tagebuch, aber Teil 3. Das lesen wir noch nicht. Wir lesen erstmal Teil 2. Und noch ein Skelett. Mit Knochen. Eine Urne. Mit Knochen. So, haben wir sonst noch irgendwas? Mit Knochen. So. Es ist mit Knochen, meine Freunde. Meine Kerle. So. Tierkadaver. Hier ist aber.
Meine Friese. Generell sollte man hier mal durchwischen. Was ist das da? Nichts. Mon Dieu. Okay, wir haben noch ein Tagebuch gefunden, aber sonst nichts. Eine Urne, lass mich raten. Ah, Knochen. Oha. Oh, Knochen. Aufregend. So, Tafel, da gehe ich noch nicht hin. Ich gehe erstmal in die andere Kammer. Wenn ihr Tagebuch 2 ist. Merkur was hier. One of his fans, anyway. Merkur? Fleckiges Buch. Catherick Thorms Tagebuch Teil 2. Bücherhaufen. So, warte. So, lesen. Melodia würde es verstehen. Entschuldigung, muss mich räuspern. Melodia würde es verstehen, würde sie mein Ziel kennen. Auch sie hätte sich unter diesen Umständen wohl Myrkul zugewandt. Unser Schatz wird wieder leben. Was wäre ich für ein Mann, würde ich nicht um ihretwillen die ganze Welt niederbrennen. So, ein sehr kurzes Tagebuch. So, Teil 3. Das Vergessen will mir in dieser endlosen Dunkelheit nicht gelingen. Balthasar ist meine eigene Quelle des geringsten Trosts. Der Gedanke, dass sie mir vielleicht zurückgegeben wird. Wenn das Vergessen scheitern kann, welche Verteidigung haben wir dann gegen den Tod? Keine, außer ihn zu beherrschen. Balthasars Worte haben sich noch nie derart vielversprechend angefühlt. Eine Reisetruhe, da gucken wir gleich mal rein. So. Ja. Machen wir bitte ganz kurz hier den hier. Den Knackemann. Dankeschön. Ja, das stimmt allerdings. Ein belebender Umhang. Arkane Belebung. Du erhältst 8 temporäre Trefferpunkte, nachdem du im Nahkampf Zauber gewirkt hast. Im Nahkampf? Okay. Er hat momentan einen listigen Nebel, den wollte ich eigentlich sowieso ihm hier angedeihen lassen. Wow. So. Und dann, ich meine, wer soll denn sonst Zauber wirken? So. Da hat er diesen Lappen. Im Nahkampf ist aber eher, naja. Fleckiges Buch. Warte, ich will mal kurz gucken. Ah, Knochen. Und hier noch ein Bücherhaufen. Sehr viele Büchers. Das sind hier noch mehr Bücherhaufen. Oh, was denn hier? Das sieht auch sehr gut aus. Ja. Alles in allem. Oh, hallo. Hier sind ja auch noch irgendwelche. Hier. Was ist denn hier bloß los gewesen? Was haben die denn hier gemacht? Elixier der Bosheit. Du benötigst für einen kritischen Treffer ein Auge weniger. Ersetzt bei Konsum die Effekte anderer Elixiere. Finde ich gar nicht so böse. Ich würde es gar nicht Elixier der Bosheit nennen, sondern vielleicht irgendwas mit Exakt oder Treffigkeit. Elixier der Treffigkeit. Klingt fantastisch. Oh. Todeswolke. Erzeuge eine große Wolke, die Gegnern 5 bis 40 Giftschaden pro Zug zufügt. Du kannst die Position der Wolke in jedem Zug ändern. Oh. Das würde ich gerne bei den Gisyanki proben, aber wir müssen die erstmal. Wir müssen erstmal unsere Magier wieder ein bisschen was zum Lernen geben, ne? So, hier ist mal sehr schön. Und alle Kerzen brennen. Knochenstuhl. Achso. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie. Eine Urne. Noch mehr Bücher. Aber keine Bücher. So, fleckiges Buch. Eine kleine Notiz schmiegt sich an den Rand eines Buches, in dem nekromantische Riten beschrieben werden. General Thorms Befehle waren eindeutig. Um in Erfahrung zu bringen, was hinter diesem Mausoleum liegt, muss man in seine Fußspuren treten. Tat um Tat. Von Pracht zu Tragödie zu Schande. Wie er einst sagte.
Balthasar. Nehme ich mal an. Der Balti-Boy. Okay. Ich hoffe, das alles ist jetzt kein Rätsel, woraus ich lernen muss, was wir hier zu tun haben. Wollen wir hier noch rein? Nee, ne? Das ist so ein schönes magisches Licht, wo ich gerne mal gucken wollen würde. Ja, hier ist eine Unterhose, die will ich nicht. Ich guck trotzdem random. Warum sind hier so viele Vasen in diesem Mausoleum? Das ist ja auch so eine Kunstausstellung. Ah, da kommen wir eh nicht ran. Schade. Okay, warte. Da kommen wir jetzt zurück. Das war der Eingang hier, ja. Okay. This place is not for you. Go no farther. Geh jetzt, Vater. Ich hab verstanden, was sie gesagt hat. So, hier ist wieder nichts, aber... Okay, hier wurde was aufgebrochen. Sehr viele Schädel aufgetürmt, warum auch immer. Es gibt hier mehr Schädel als Leichen. Cathric Thorm dishonored the very bones of his ancestors to make this totem to Merkel. Kann man das kaputt schlagen? Nee. Okay. An open tomb. Step carefully. There's a trap. Wo ist denn die? Oh Mist, ich muss pinkeln. Da ist. Ach, da sind die Fallen. Ich muss pinkeln. Warum ausgerechnet jetzt? Warte, was haben wir denn hier? Gargoyle-Kopf entschärfen, bitte. Können wir vielleicht mal ganz kurz uns darauf einigen, dass keiner geht? Lauft man nicht alle durcheinander. So, wie sieht's aus? 10. Das schaffen wir. Gut, gut. Da ist noch ein Knöpkes. A trap. Someone doesn't like visitors. Entschärfies? Dann wird da wahrscheinlich auch noch ein Knopf sein. Natürlich. Someone doesn't like visitors. Warte, Marmorplatte. Erstmal die entschärfen. Meine Güte, was ist denn hier los? Ja. Hä? Wir sollen da geschossen haben. Immer nochmal. Der Gargoyle-Kopf ist doch deaktiviert. Trotzdem schießt der. Entschärfung. So. Knopf. Was passiert, wenn ich da drücke? Türme des Mondaufgangs. Ich drück nochmal. That did nothing. Hahaha, okay, sehr gut. Hier auch nochmal die Marmorplatte entschärfen, bitte. Aber ich glaube, der Gargoyle-Kopf da ist eh weg. Ich mach's nur aus Prinzip. Das sieht auch nach was Entschärfiges aus hier. Marmorplatte entschärfen. Und da ist schon der nächste Gargoyle-Kopf. So. Dann einmal speichern gerade. Müssen wir hier alle Reliefs aktivieren oder was? Da hinten ist auch noch eins, okay. A trap. Someone doesn't like visitors. Ja, deswegen machst du hier gerade, was du machst. So. Plump. Traps. Meine Fresse, was ist denn? Junge. Die sind aber hier auch. So. Da sind ja Marmorplatten. Traps. How considerate. Vor allem so viele. Meine Güte. So. Ah. Hallo, Fehlschlag. Okay. So, nochmal. Zum Glück dürfen wir mehrmals. Be careful. There are traps about. Oh, geiles Bild. Das gucken wir uns gleich mal an. Aber erstmal müssen wir hier, und dann gehe ich nochmal von der anderen Seite, nachdem wir hier jetzt Rampage gelaufen sind. Oh, die Bilder sind aber echt... Boah, die sind aber echt cool. Ich habe das Bild hier vorne mal. Das ist der... Okay, das ist der Türme des Mondaufgangs. Ja, warte. Moonrise Towers. Back before all... That.
Ja, und hier? Da bettet er gerade seine Frau zur Ruhe, ne? A big painting of a sad elf. Heartbreaking. Ja. Truly. Ja. Okay, gut. Die habe ich kaputt gemacht. Dann haben wir die Marmorplatte auch nochmal entschärfen. A trap. Someone like visitors. Sag mal, wir haben mal sehr viele Miscrits hier, wa? So. So. Gut, dann hier nochmal entschärfen. So, da. Oh. Someone doesn't like visitors. Natürlich nicht. So, ja gut, dann haben wir davon aber auch mal wieder so einen. Was war das gerade? Hat er gerade wieder was wahrgenommen? Be careful. There are traps about. In der Tat. So. Meine Fresse. Ich komme mir vor, als würde ich alles reparieren. So. Dann nochmal den da. Oh dear. Someone's left a trap out for us. So. Oh shit, zwei Cri- Oh, Mist. Die hätte ich gerne anderswo gehabt. So, ich glaube, wir haben alle Fallen erfolgreich entschärft. Ob hier so eine Frau liegt? Sosun Elg Olaf. Isabel's sarcophagus. Before Catherick brought her back. Ah, so rum. Ja, dann würde ich sagen, nächste Folge werden wir hier die Reliefs mal entzünden. Und dann gucken wir mal, wohin uns das hier führt. General, ja? General Bergfrühling. Dann gucken wir mal, wohin uns das führt. Und, huch, ob wir vielleicht Catherick's Magie ein wenig einschränken können, ob wir das Geheimnis hier entziffern können. Lassen wir uns überraschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch am allerwohlsten. Tschüss.